Die Leute freuen sich ja jetzt, dass viele Corona-Maßnahmen gelockert oder aufgehoben werden. Ich will Folgendes herausstellen, auf Folgendes hinweisen. Besonders jetzt gilt es, wieder nach den Begründungen zu fragen. Wo es vorher wichtig war, zu fragen, mit welcher Grundlage hat man bestimmte sogenannte Maßnahmen eingeführt, gilt es jetzt ebenfalls bei der Rücknahme der Maßnahmen zu fragen, warum wird die Maßnahme abgeschafft? Hier haben wir die Gelegenheit überhaupt, hier haben wir die Gelegenheit in aller Ruhe hier noch einmal die Willkürlichkeit dieser Maßnahmen herauszustreichen, indem wir noch einmal darauf hinweisen, dass auch bei der Rücknahme, ich wiederhole, bei der Rücknahme ebenfalls keine Begründungen gegeben werden. Ich will nur ein Beispiel nennen aus meiner Region, Baden-Württemberg. Hier gab es eine Aufhebung der Quarantäneregel. Also man muss jetzt nicht mehr für 10 Tage in Quarantäne oder 5, je nachdem, sondern es wird abgeschafft. Ja, also meine ich zumindest größtenteils, also für den Normalbürger das Ganze. Ja, so, aber warum? Und da habe ich das Ministerium für Gesundheit in Baden-Württemberg angefragt. Hier sagte man, es gibt den sogenannten Lagebericht. Und in dem Lagebericht, da sind keinerlei Empfehlungen vorhanden, da sind nur Statistiken und Grafiken. In der Pressemitteilung zur Aufhebung dieser Quarantäneregel, da wurde keine Begründung geliefert, außer, jetzt festhalten, dass man hier irgendwie in Österreich irgendwelche Dinge gesehen hätte. Ja, also völlig absurd, was mit den hiesigen Daten so gar nichts zu tun hat. Ja. Und an dem Beispiel bitte anerkennen, dass das sehr wichtig ist, jetzt nachzufragen. Ja. Jetzt ist auch so, wie soll man sagen, eine entspanntere Möglichkeit, die Leute hier entsprechend auch in eine argumentative Ecke zu drängen, ja, und zu führen. Denn sie haben weder bei der Einführung noch bei der Aufhebung ihrer Corona-Maßnahmen irgendeine wissenschaftliche Argumentation. Es geht nicht um Wissenschaft. Und hier bitte, da bitte ich darum, entsprechend bei den Stellen, bei jeder einzelnen Aufhebung von Corona-Maßnahmen nachzufragen. Das ist genauso wichtig, hier zu kämpfen, hier Informationen zu erhalten, wie bei der Einführung. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Bis dahin, mein Name ist Jürgen Felger, Freiheit für Wirtschaft, Information und Meinung.